Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es, ich habe es hier schon eingeblendet, um eine kurze Geschichte der wirklich langen Entwicklung bis zu den Computern, wie wir sie heute kennen. Es geht ja also um ein Thema, das zu den Grundlagen der Informatik gehört. Ja, es handelt sich um eine lange Geschichte. Aber kommen wir zuerst einmal zur Informatik selber. In Informatik geht es ja darum, sich mit Informationen zu beschäftigen, mit der systematischen Verarbeitung von Informationen, das heißt in der Art und Weise, wie man am besten Informationen verarbeiten kann. Es geht ja auch um Berechnungen. Und damit Berechnungen durchgeführt werden können, verwendet man Hilfsmittel, wie zum Beispiel schon seit früher Zeit Rechenmaschinen. Hier links unten sehen wir den Abacus, eine Art Rechenschieber. Mit diesem Rechenschieber, in manchen Regionen der Erde wird heute noch damit gearbeitet, wurden erste Berechnungen durchgeführt. Heute üblicherweise verwenden wir den Computer. Ein weiteres Hilfsmittel sind natürlich Zahlensysteme. Für uns gebräuchlich im Alltag ist das Dezimalsystem mit den 10 Ziffern von 0 bis 9. Da sind wir gewohnt, als Menschen damit zu rechnen. Computer arbeiten mit dem sogenannten Binärsystem, also mit zwei Ziffern, mit den Ziffern 0 und 1. Dieses Binärsystem, wie wir später sehen werden, eignet sich besonders für die Arbeit zweier des Computers. Ja, es handelt sich um eine lange Geschichte. Wie ich schon angesprochen habe, seit den ersten Hochkulturen werden Berechnungen durchgeführt. Und Berechnungen gibt es mit Hilfe von solchen Rechenmaschinen wie dem Abacus schon vor der Entwicklung elektronischer Rechenmaschinen. Insofern handelt es sich um eine lange Geschichte. Wozu werden diese Hilfsmittel, diese Rechenmaschinen benötigt? Hier zu den Grundlagen. Sie werden benötigt zum Beispiel für die Bautätigkeit. Wir haben hier eine Abbildung einer Pyramide und diese Pyramide schaut nicht allzu gut gelungen aus. Das ist auch eine der ersten Pyramiden. Und da sieht man, dass hier die Berechnung bei der Statik und so weiter, man sich verrechnet hat, etwas nicht mit einberechnet hat. Das heißt, eine gute Berechnung sichert dann auch den entsprechenden Bauerfolg. Wo gibt es weiter die Notwendigkeit von Berechnungen? Zum Beispiel im Bereich der Verwaltung. Wenn ich ein Lager mir ansehe in der Antike, dann muss ich feststellen, wie viel habe ich dann, wie viel habe ich schon ausgegeben, um die Bevölkerung dann in Krisenzeiten oder in Dürrezeiten, in Trockenzeiten dann versorgen zu können. Das heißt eine einfache Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Darüber hinaus zum Beispiel auch natürlich im Bereich der Handelstätigkeit. Wie viel Geld habe ich eingenommen? Wie viel habe ich noch? Wie viel muss ich nachkaufen und so weiter? Also Berechnungen waren seit langer, langer Zeit notwendig. Und eine Beschäftigung damit, mit dieser Art des Rechnens, und mit den entsprechenden Hilfsmitteln war notwendig. Nun überspringen wir ein paar Jahrhunderte. Wir kommen dann ins 16. 17. Jahrhundert. Und in diesem 16. 17. Jahrhundert lebte Wilhelm Schickard. Und dieser Wilhelm Schickard baute tatsächlich die erste Rechenmaschine, die er selber als Rechenuhr bezeichnete. Hier rechts oben haben wir eine Abbildung, eine Zeichnung, die Wilhelm Schickard selber anfertigte. Seine Rechenmaschine ermöglichte tatsächlich schon Additionen und Subtraktionen in einem Zahlenraum bis 1 Million. Dann kommen wir zu Blaise Pascal. Diesen Blaise Pascal hat man lange Zeit als denjenigen erachtet, der die erste Rechenmaschine gebaut hat. Man hat sich dabei geirrt, das war also dieser Wilhelm Schickard. Dennoch gilt er als ein Pionier der Rechenautomaten. Er lebt im 17. Jahrhundert und entwickelte eine Rechenmaschine, die nach ihm benannt wurde, die Pascaline, und die ermöglichte Additionen. Der Zahlenraum, den konnte er dann schon ausbauen und er konnte schon bis etwa 10 Millionen Berechnungen durchführen. Und Pascal war so bedeutsam, dass man später, 1970, ihn dann als Namensgeber einer Programmiersprache auserkoren hat. Und diese Programmiersprache heißt Pascal, wurde von Nicolas Wirth entwickelt. Also diese Programmiersprache wurde nicht selber von Blaise Pascal entwickelt, sondern Jahrhunderte später wurde eine Programmiersprache nach ihm benannt. Dann kommen wir zu einem Universalgenie, Gottfried Leibniz. Dieser Gottfried Leibniz lebte 17. bis 18. Jahrhundert und er entwickelte dieses binäre Zahlensystem, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, in dem es zwei Zustände gibt, diesen Zustand 0 und 1. Wenn wir hier rechts schauen, habe ich ein paar Beispiele für Dezimalzahlen angeführt. Man könnte zum Beispiel die Zahl 0 mit einer Zahlenfolge darstellen. 0, 0, 0. 1 könnte man dann darstellen in 0, 0, 0, 1. 2, 0, 0, 1, 0 und so weiter. Das heißt, in dieser Abfolge von diesen zwei Zuständen, diesen binären Zahlen, diesen zwei Zahlen 0 und 1, können alle Informationen dargestellt werden. Und das Besondere daran und die besondere Bedeutung dieses binären Zahlensystems in der Informatik und für den Bau von Computern insbesondere,
ist, dass man das auch dann im Computer so darstellen kann später, in Form von Strom ein und Strom aus. Und dieses Strom ein könnte man als 1 darstellen und Strom aus als 0. Also im Computer teilt man diese Zahlenfolge mit, 0, 1, und auf der Hardware-Seite wird das dann umgesetzt in Strom ein und Strom aus. Gottfried Leibniz entwickelt natürlich auch selber eine Rechenmaschine, und die hat dann auch schon Multiplikationen ermöglicht. Nun kommen wir zu Charles Babbage. Charles Babbage lebte im 18. und 19. Jahrhundert, und er baute ebenfalls eine Rechenmaschine, die sogenannte Analytical Engine. Besonders im Zusammenhang mit Babbage ist zu erwähnen, dass er auch den ersten Programm- und Datenspeicher entwickelt hat. Vorher baute man Maschinen, die nur ganz bestimmte Arten von Lösungen liefern konnten. Die wurden speziell dafür gebaut. Er hat es dann geschafft, hier wirklich einen Programmspeicher einzuführen und hat dafür dann Lochkarten verwendet. Das heißt, je nachdem, wir haben hier eine Abbildung seiner Lochkarte, je nachdem, welche Lochkarte man dann in dieses Gerät dann eingeschoben hat, hat das Gerät dann, die Analytical Engine dann, ein anderes Programm abgearbeitet. Das heißt, man musste nicht mehr die Maschine selber verändern, sondern musste an und für sich eine Lochkarte anfertigen, wie man sie schon von den Webstühlen her kannte, und konnte damit dann eine entsprechende Berechnung durchführen. So eine Lochkarte stellt dann eben ein Beispiel für ein Programm bzw. Software dar. Und die Programmierung schaut dann so aus, dass man die bestimmte Abfolge von Löchern dann einfügt. Dann kommen wir zu Augusta Ada Byrons. Sie hat eine besondere Bedeutung, denn sie gilt als erste Programmiererin, denn sie hat tatsächlich Programme für diese Analytical Engine von Charles Babbage entwickelt. Und auch Ada Byron galt dann als Namensgeberin für ebenfalls eine Programmiersprache, so wie wir es schon von Blaise Pascal gehört haben, von der Programmiersprache Ada. Nun sind wir bei wichtigen Voraussetzungen für die heutigen Computer angelangt. Da ist einmal zu erwähnen dieser George Boole, der lebt ja noch im 19. Jahrhundert, und der hat dann vor allem im Bereich der Mathematik Fortschritte erzielt und hat sich da besonders mit der nach ihm benannten Boolschen Algebra beschäftigt. Da geht es unter anderem darum, und oder nicht, also logische Operatoren einzuführen. Das heißt, entweder ist es jetzt, regnet es jetzt gerade zum Beispiel, oder es regnet nicht. Das heißt, diese Verknüpfung von Aussagen hat er mit eingeführt. Man spricht hier zusammen mit der Mathematik von Wahrheitswerten. Das heißt, entweder ist etwas wahr oder falsch, zum Beispiel 0 oder 1. Und ich habe vorhin schon angesprochen, dieses Rechnen mit diesen Dualwerten, mit diesen Binärwerten, ist ganz wesentlich dann für die spätere Art und Weise, wie Computer arbeiten. Mit der Art und Weise, wie Computer arbeiten, hat sich Alan Turing beschäftigt, ein genialer Denker im 20. Jahrhundert. Und der hat sich dann damit beschäftigt, wie Computeralgorithmen Programme abarbeiten. Was sind Algorithmen, Programme? Algorithmen dienen der Lösung von bestimmten Problemen. Und diese Probleme gilt es, wenn man programmieren möchte, in einer bestimmten Anzahl von Arbeitsschritten dann umzusetzen. Das heißt, ein Programm hat nicht unendlich Zeit, etwas zu machen. Und da kam man dann drauf, dass es Grenzen gibt. Das heißt, man kann nicht alles mit Hilfe eines Computers umsetzen oder in Form eines Programmes, letztlich in Form von 0 und 1 dann in ein Programm hineinschreiben. Nicht alle Probleme sind lösbar. Das ist das Konzept der Turing-Maschine. Das heißt, zu schauen, wie kann man einen Algorithmus formulieren, schreiben, damit ein Problem gelöst wird. Aber es kommt nicht alle Probleme und können auch in Zukunft natürlich nicht alle Probleme gelöst werden. Darüber hinaus wurde bekannt für den Bau seiner sogenannten Turing-Bombe. Das war ein Gerät, das er 1943 gebaut hat, während des Zweiten Weltkriegs. Ziel war die Entschlüsselung, wir finden es im Zweiten Weltkrieg, in Großbritannien ist in Gegenschaft zu Deutschland. Da wollte man die deutschen Funksprüche entschlüsseln. Und die wurden damals von der Enigma, einer deutschen Verschlüsselungsmaschine, hergestellt. Und die konnte man lange Zeit nicht entschlüsseln, aber Turing konnte das mit seiner Rechenmaschine, die übrigens elektromechanisch aufgebaut war, also noch nicht mit Halbleitern und dergleichen mehr, konnte die dann knacken, diesen Code. Ebenfalls beschäftigt hat sich mit der Art und Weise des Arbeitsweises des Computers John von Neumann, lebt ebenfalls im 20. Jahrhundert, und er entwarf die sogenannte von Neumann-Architektur. Wir haben hier auf der linken Seite eine Abbildung, und er meinte eben dann, man könnte den Computer so beschreiben, dass er letztlich daraus besteht, aus einem Speicher, das heißt, er hat etwas gespeichert, dann gibt es ein Rechenwerk, mit dem der Computer berechnet bestimmte Dinge, die im Speicher abgelegt sind, und einem Steuerwerk. Und das Steuerwerk ist letztlich dazu da,
Das ist, dann man schaut, was kommt von der Eingabe her in den Computer hinein, zum Beispiel die Tastatur, was wird ausgegeben und vor allem auch dann natürlich, inwiefern und in welcher Situation wird etwas berechnet und wann wird etwas in einem Speicher abgelegt. Und diese einfache Darstellung eines Computers wurde dann das Vorbild für alle weiteren zukünftigen Computern. Er selber, also John von Neumann, verglich dann den Computer mit dem menschlichen Hirn und der Arbeitsweise des Menschengehirns. Und da kann man dann eben zu so einem Entwurf. Also jeder Computer besteht aus einem Speicherwerk, Rechenwerk, Steuerwerk und eben so einem Ein- und Ausgabewerk. Dann am Anfang des 20. Jahrhunderts kam es eben zu einer beschleunigten Entwicklung und in der Zeit, die wir jetzt hier besprochen haben, eben Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden vor allem elektromagnetische, elektromechanische Bauteile verwendet, sogenannte Relais, also noch nicht die Chips, wie wir sie heute schon gut kennen. Nun sind wir bei der Entwicklung etwa bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs angekommen. Die ersten Computer in dieser Zeit wurden im Auftrag des Militärs hergestellt. Es ging hier um die Berechnung von Schussbahnen und um die Entschlüsselung von Geheimnachrichten. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Und auch in diesem Bereich fällt dann die Entwicklung einer Rechenmaschine, die sogenannte Bomba. Sie wurde von polnischen Mathematikern entwickelt, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Da war aber schon absehbar, dass es zu einem militärischen Konflikt mit Deutschland kommen würde. Und dieses Gerät wurde elektromechanisch gebaut. Ziel war Entschlüsselung dieser deutschen Geheimcodes. Es wurde aber nur teilweise erreicht und war dann letztlich wirkungslos nach der Umstellung der deutschen Codes. Aber die Wirkungsweise und die Suche nach Codes, dieses Wissen darum, half dann beim Bau der Entschlüsselungsmaschine, dem Entschlüsselungsrechner dann schon Colossus. Diese wurde dann von Alan Turing entwickelt, um das Jahr 1940 herum. Und da ging es dann darum, hier eine Maschine zu bauen, die dann schon 1500 Elektroröhren beinhaltet hat. Ziel war hier wiederum natürlich die Entschlüsselung dieser deutschen Geheimcodes. Es konnte erreicht werden, dieses Ziel. Also man war dann schon weiter als mit der Bomba. Auf deutscher Seite wurden ebenfalls Geräte entwickelt von Konrad Zuse und er hat da die Geräte zu dieser Zeit entwickelt von Z1, also Z1 für Zuse auch, Z1 bis Z3 während des Zweiten Weltkriegs dann. Und dieser Konrad Zuse baute mehrere Rechner und hat aber dann bei der Zuse Z3, und das ist das Bemerkenswerte, den ersten funktionsfähigen Digitalrechner verwendet. Das heißt, die anderen Geräte vor ihm haben nicht dieses binäre Zahlensystem verwendet, erinnere dich 0 und 1 von vorhin, sondern der Zuse Z3 war eben der erste Rechner, der das gemacht hat. Wurde dann leider zerstört durch einen Bombenangriff dieser Rechner. Andere bemerkenswerte Geräte waren dann unter anderem, hier sehen wir nur eine kleine Auswahl, Mark 1 und Mark 2, die wurden in den USA entwickelt von Howard Aiken. Der hat sie während des Zweiten Weltkriegs entwickelt, nämlich die Mark I und danach dann die Mark II. Ein großes Gerät, überhaupt großes Gerät, wenn man das hier sehen kann, hier links oben eben dieser Mark II, dann links unten hier dieser Zuse-Rechner, dieser Nachbau, Zuse Z3-Rechner und rechts unten dann der Kolossus. Das waren große Geräte, die wirklich ganze Räume füllen konnten. Und ein Ausdruck, der heute noch gebräuchlich ist, das sogenannte Debuggen. Vielleicht kennst du das vom Programmieren. Das heißt, man ist auf Fehlersuche. Dieser Ausdruck stammt von einer Dame, von Grace Hopper. Und die hat mit diesem Mark II gearbeitet und kam dann drauf, dass es einmal das Gerät nicht funktioniert hat, ging dann auf die Suche und kam dann drauf, dass sich ein Insekt da in dieses Gerät da, verflogen hatte. Und nachdem sie dieses Insekt dann entfernt hat, diesen Bug entfernt hat, ging dann dieses Gerät wieder. Und seit dort kommt eben dann der Ausdruck von Grace Hopper, für Debuggen, für die Suche nach Fehlern. Jetzt sind wir in der Zeit so etwa ab 1945 angelangt, wo man von den Entwicklungen der vorhergehenden Jahre während des Zweiten Weltkriegs dann profitiert hat. Deutlich wird das am ENIAC, der wurde ja entwickelt von John Mauchly und John Eckert. Die haben damit schon angefangen während des Zweiten Weltkriegs, aber in Betrieb genommen wurde ihr Rechner, der ENIAC, 1946. ENIAC steht für Electronic Numerical Integrator and Computer. Und das war der erste elektronische Rechner, der in der Lage war, auch mehrere Probleme zu lösen. Es handelt sich hier noch um keinen Rechner, der das Binärsystem nutzen konnte, wie das beim Zuse Z3 der Fall war, den wir vorhin gerade gesehen haben. Genutzt wurde dieses Gerät von der US-Armee ursprünglich für die Berechnung von Flugbahnen. Eine Weiterentwicklung des ENIAC war dann der UNIVAC 1. Der wurde dann auch zum Beispiel für statistische Berechnungen
in den USA verwendet, also Volkszählung und dergleichen mehr. Wie gesagt, zur Bauweise, es wurde noch nicht das Binärsystem verwendet, sondern noch das Dezimalsystem. Und aufgebaut wurde er aus sogenannten Elektronenröhren. Die waren damals sehr verbreitet und das führt uns dann zum nächsten Bereich, zur nächsten entscheidenden Verbesserung, nämlich der Erfindung des Transistors. Wir haben hier links unten eine Abbildung, da wird so ein Transistor in der Funktionsweise einfach dargestellt und er dient der Steuerung, hier steht auf Englisch Control, von Steuerung von elektrischen Spannungen, Strömen und Widerständen. Das heißt, der Strom kommt hinein und dann wird eben gesteuert, was damit dann weiter passiert, was mit den Widerständen ist, gibt es einen Widerstand, keinen, wie schaut es mit der Spannung aus und so weiter. Und diese Transistoren können verglichen werden vielleicht mit einem Ein- und Ausschalter. Das führt uns dann wiederum zum Binärsystem, das heißt Strom ein und Strom aus, 0 und 1. In der Wirkungsweise war so ein Transistor vergleichbar, oder ist er natürlich auch vergleichbar mit Elektronenröhren, und wurden dann später mehrere Transistoren zusammengefasst, ich werde dann gleich darauf eingehen, zu sogenannten integrierten Schaltkreisen. Erfunden wurden die Transistoren unter anderem von diesen drei Männern, einer der bekanntesten ist wahrscheinlich Shockley, und diese bekamen dann, ihre Erfindung haben sie ja 1947 gemacht, bekamen dann dafür den Physik-Nobelpreis 1956 verliehen. Ich habe es schon angesprochen, die integrierten Schaltkreise. Und da geht es im Prinzip darum, dass auf einem Chip mehrere Transistoren untergebracht werden. Diese Transistoren werden also nicht einzeln dann in den Computer eingebaut, sondern auf einem Chip werden mehrere Transistoren untergebracht. Vorteil ist natürlich eine Platzersparnis und letztlich durch eine höhere Stückzahl auch eine günstigere Herstellung. Integrierte Fertigungstechnik steht für diese integrierten Schaltkreise. Das heißt, auf so einem Chip werden mehrere untergebracht. Im Englischen gibt es die Abkürzung IC für Integrated Circuits. Und Beispiel sind eben diese Chips, diese Mikrochips, wie hier auf der linken Seite ein Mikroprozessor aus dem Jahr 1992, ein i486 von der Firma Intel. Und da sieht man schon zum Teil, das ist ein geöffneter Mikroprozessor, wie fein man da arbeiten musste, dass man so etwas herstellen konnte und kann natürlich auch. Ab den 1970ern werden solche Chips dann auch vermehrt privaten Haushalten zugänglich durch die günstigeren Kosten. Und heute sind auf einem integrierten Circuit sind Milliarden Bauelemente, also Milliarden von Transistoren sind da untergebracht. Jetzt sind wir schon bei der Entwicklung der 1970er und 1980er Jahre angelangt. Und ausgehend möchte ich hier von Xerox PARC anfangen. Das ist ein Forschungszentrum der Firma Xerox. Und Anfang der 1970er wurde dieses Forschungszentrum dann hat besondere Bedeutung erlangt, indem es eben dann im Silicon Valley dann, das ist ein Ort in Kalifornien, ein bedeutender Standort, der heute noch der IT-Industrie, also Computerindustrie und auch bedeutende Entwicklung wird noch gemacht, indem dieses Xerox PARC eben dann viel Entwicklung hervorbrachte. Hier zum Beispiel Netzwerktechnik Ethernet wird heute noch verwendet, dann die grafische Benutzeroberfläche, kurz vor dem GUI. Mit Hilfe einer Maus konnte man hier dann schon einen Computer bedienen, Laserdrucker wurden erfunden und dann die Summe aus all diesen Entwicklungen, unter anderem dieser Xerox Alto, das war der erste Computer mit so einer grafischen Benutzeroberfläche, verkauft wurden damals in Summe nur 2000 Stück und man kann sich aus dem Preis heraus auch erklären, warum nicht mehr verkauft wurden. Nach heutigen Kaufkraft wären es etwa 120.000 Euro für so ein Gerät. Dieses Gerät bzw. die Entdeckungen von Xerox PARC waren ein Vorbild für andere Firmen. Unter anderem hat Steve Jobs sich hier dann einige Inspirationen für spätere Computer dann auch für seine Firma Apple geholt. Damit sind wir schon bei dieser bekannten Firma Apple, die 1976 gegründet wurde für ein sehr geringes Startkapital. Also die Leute hatten damals nur 1.300 Dollar und sie da mit diesem Geld haben sie die Firma gegründet. Dieser Steve Jobs und Steve Wozniak haben dort dann diese Firma gegründet, ebenfalls im Silicon Valley, mit der Zielsetzung, eben dann auch Hard- und Software zu entwickeln. Und sie waren da stark beeindruckt von einem anderen Gerät, auf das ich jetzt gleich eingehen möchte, nämlich diesen Altair 8800. Der wurde ungefähr ab 1975 gebaut und man sieht dann, wenn man es vergleicht, Firma Apple wurde 1976 gegründet, ein Jahr davor wurde der Altair 8800 verkauft. Es war eigentlich am Anfang nur ein Bausatz für etwa 400 Dollar, hat man diesen Bausatz kaufen können, inklusive der Baupläne. Man sieht hier rechts dann dieses Gerät, wenn es schon zusammengebaut ist. Man hat es für dieses vergleichsweise geringe Kosten, konnte man sich das selber zusammenbauen. Also computerbegeisterte Menschen hatten so die Möglichkeit, das erste Mal selber zu Hause so einen Computer zu haben. Als Fertiggerät wurde das Gerät dann später für etwa 500 Dollar verkauft.
Diese Geräte hatten aber noch keine grafische Benutzeroberfläche. Also man konnte es noch nicht mit Hilfe der Maus zum Beispiel bedienen. Aber durch den günstigen Anschaffungspreis waren sie sehr beliebt. Ich kehre zurück zur Firma Apple, die ja dann beeinflusst wurde, unter anderem auch durch dieses Xerox PAC, aber auch durch diese Verkäufe des Altair 8800. Da entstand dann der Wunsch, eine Firma zu gründen. Und einer der ersten Geräte war dieser Apple II, der 1977 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Es war also der erste richtige PC, der auch ein Verkaufserfolg war. Er hatte aber noch keine grafische Benutzeroberfläche. Diese grafische Benutzeroberfläche, die in größeren Stückzahlen dann verkauft wurde, also in wesentlich größeren Stückzahlen als damals dieser Xerox Alto, war der Apple Macintosh. Der hatte dann, wir sehen Sie rechts unten, dann eine grafische Benutzeroberfläche, alles noch schwarz-weiß. Aber man konnte ihn bereits mit einer Maus bedienen und es gab auch ein Diskettenlaufwerk. Das führt uns dann hier auf der linken Seite zur Firma Microsoft. Im Jahr 1975 wurde diese Firma gegründet durch Bill Gates und Paul Allen und die wollten eben eine Software entwickeln und damit dann Geld verdienen. Und damit ist schon der Verweis auf Betriebssysteme gegeben. Das Betriebssystem MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Ein Beispiel sind wir ganz links oben hier. Das ist das Urbild des IBM PC mit einer grünen, hier mit einem Bildschirm mit grüner Schrift. Da gab es also ebenfalls noch keine Maus, sondern musste alles mit der Hand praktisch per Tastatur eintippen. Und dieses Betriebssystem wurde dann dem ersten IBM PC mitgegeben. Was hat Microsoft noch entwickelt? Ab 1989 haben sie ein eigenes Office-Paket verkauft. Das besteht bekanntlicherweise zum Beispiel aus Textverwaltung und Tabellenkalkulation. Und das einen großen Aufstieg erreichte aber Microsoft vorher natürlich schon in Zusammenarbeit mit IBM. IBM hat einen IBM-PC gebaut und da hat IBM die Hardware geliefert, aber Microsoft hat das Betriebssystem geliefert, dieses bekannte MS-DOS. Und erst später wurde dann eben das Windows entwickelt, erst so ab 1987. Ich habe schon mehrmals angesprochen, dass diesen bekannten IBM PC, der wurde ab 1981 dann verkauft, war ein großer Verkaufserfolg. Viele Firmen haben diesen gekauft. Der wurde zum sogenannten Industriestandard. Das heißt, die Bauweise, dass man einen Computer aus mehreren Teilen zusammenbaut, von unterschiedlichen Firmen dann zum Beispiel Festplatten kauft, Monitor, Tastatur und so weiter. Diese Art und Weise diese Bauweise wurde zum sogenannten Industriestandard und hat sich durchgesetzt. Das erste Betriebssystem, das man verwendet hat, war das MS-DOS. Damit wurde dann eben auch Microsoft, dann hat Microsoft ein gutes Geschäft gehabt, wurde populär. Im Vergleich mit dem Apple Macintosh, der dann einige Jahre später herausgekommen ist, nämlich 1984, also 3 Jahre später, war weniger benutzerfreundlich, weil es dann noch keine grafische Benutzeroberfläche gab. Das hat Microsoft dann später mit Windows nachgeliefert. Zeitgleich in den 1970er, 1980ern gab es sogenannte Heimcomputer. Einen habe ich vorhin schon erwähnt, der Altair 8800. Die waren speziell für den Heimbereich gedacht und zeichneten sich durch geringere Kosten und auch eine geringere Leistungsfähigkeit aus. Aber dadurch, dass man das erste Mal einen Computer selber zu Hause aufstellen konnte, waren sie sehr beliebt. Beispiele, nur 3 davon von sehr vielen. Der Texas Instruments 994 1979 entwickelt, der Atari ST 1985 und der Commodore Amiga ebenfalls 1985. Jetzt sind wir beim Internet und der Entwicklung ab den 1990er Jahren. Ab den 1990er Jahren gibt es eine immer stärkere Verbreitung der PC-Technik. Du erinnerst dich gerade noch an diesen IBM PC, den wir gerade besprochen haben. Diese PCs werden immer mehr angenommen. Sie verbreiten sich, immer mehr Menschen haben einen PC, weil sie leistungsfähiger sind, weil sie immer kleiner werden, sogenannte Miniaturisierung und natürlich, weil sie kostengünstiger werden. Betriebssysteme, die heute noch von Bedeutung sind, ist Windows von Microsoft, OS X von Apple und auch verschiedene Linux-Betriebssysteme. Darüber hinaus breiten sich dann auch mobile Geräte aus. Hier sieht man Steve Jobs bei der Präsentation des ersten iPad. Daneben gibt es neben Tablet-Computers, gibt es natürlich auch Smartphones, Notebooks, Convertibles, das ist eine Mischung aus Notebook und Tablets. Und diese Geräte haben zum Teil eigene Betriebssysteme wie Android von der Firma Google und das Apple OS. Warum sind sie immer beliebter? Weil sie sehr bedienungsfreundlich sind. Also diese Einführung des Touch zum Beispiel, Touchfähigkeit. Sie werden immer leistungsfähiger und sie werden immer kleiner und haben einen entsprechend guten Formfaktor. Also man kann sie recht gut bedienen. Und natürlich auch die Kosten spielen wieder eine Rolle. Sie werden kostengünstiger. Dann ein wesentlicher Punkt dieser Entwicklung ab den 1990ern ist diese Anbindung an Netzwerke.
insbesondere an das Internet. Dadurch hat man den Zugriff auf viele Möglichkeiten und Angebote, die das Internet einem bietet. Dann sind wir schon beim Internet und dessen Entstehung, die reicht dann schon weiter zurück. Zuvor war noch eine Auswahl von Möglichkeiten und Diensten des Internets, also wir kennen sie alle, das Versenden von Mails, Aufruf von HTML-Seiten, umgangssprachlich auch Internetseiten genannt, mit einem Browser, dann die leichte Austauschmöglichkeiten von Dateien. Wann entstand es dieses Internet? Es entstanden aus dem sogenannten ARPANET, das ist ein Vorgänger des heutigen Internet. Und dieses ARPANET wurde im Auftrag des US-Militärs entwickelt und das Ganze schon ab 1968, ist also schon eine ganze Zeit her. Das Internet, wie wir es kennen, dass man auf einen Klick klickt mit der Maus oder per Touch, wir haben hier das Beispiel Wikipedia, ist eine Sache, die noch etwas jünger ist, aber auch schon im Jahre 1989 dann der Fall war. Dort hat dann Tim Berners-Lee im Kernforschungszentrum in CERN auf diese Hypertext-Möglichkeit entwickelt. Was ist Hypertext? Also man klickt auf entsprechende Links, Hyperlinks, und gelangt dann dort von dorthin dann auf eine andere Seite. Und es war im Vergleich zur vorgehenden Zeit eine enorme Zeitersparnis und eine steigende Benutzerfreundlichkeit, weil man nicht immer extra noch eine Seite suchen musste, die dann vielleicht eintippen musste, öffnen musste, auf komplizierte Art und Weise, hat das sehr bequem gemacht, indem man einfach auf einen Klick dann zu dieser anderen Seite dann gelangen kann. Hier sehen wir abgebildet diesen ersten Computer, der dann dieses WWW zur Verfügung gestellt hat. Dann können wir davon ausgehen, dass das Internet eine immer größere Bedeutung bekommt seit diesem Zeitpunkt durch diese weltweite Verbreitung, aber auch natürlich durch eine Weiterentwicklung der Datenübertragung. Das heißt, es wurde die Geschwindigkeit des Internets immer mehr, auch durch entsprechenden Einsatz von Netzwerktechnik. Was wurde dadurch ermöglicht? Der Austausch von Informationen, Medien, Infos und dergleichen mehr. Und das führte zu einer enormen Steigerung der Attraktivität für die Nutzer, eben durch diese gesteigerte Datenübertragung und durch eine Vielzahl von Möglichkeiten, Geräte an dieses Netzwerk anzuschließen. In diesem Zusammenhang darf natürlich nicht vergessen werden der Verweis auf Suchmaschinen. Denn erst diese Auflistung der Suchergebnisse, so ein Verzeichnis von Internetseiten, erleichtert eben dann einen leichten Zugriff auf die verschiedenen Seiten des Internets. Ein Beispiel davon ist Google, eine Suchmaschine, die ab 1998 als Google weiterentwickelt wurde und stammt ursprünglich von Larry Page und Sergey Brin. Und die haben ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt, indem sie dann zu bestimmten Suchergebnissen, die ihre Suchmaschine geliefert hat, dann auch die entsprechende Werbung eingeblendet hat. Und für diese Werbung bekommt Google eben dann auch Geld. Hier eine kleine Auswahl von weiteren Möglichkeiten, die uns das Internet bietet. Applikationen, also Apps oder auch Programme, kommen immer stärker dann in Verbindung mit dem Internet dann zu den Benutzern. Diese werden dann nicht nur auf dem einzelnen Gerät installiert, wie auf einem PC, Tablet oder Smartphone, sondern man kann dann auch über einen Browser zum Beispiel auf einen Webserver zugreifen. Und diese Anwendungen laufen dann nicht auf dem einzelnen Gerät, sondern eben dann im Web auf einem Server. Bekannte Möglichkeiten sind darüber hinaus natürlich auch soziale Netzwerke, die dem Austausch von Informationen dienen und die dann auch natürlich soziale Gemeinschaften entstehen lassen. Einige Menschen tauschen sich vielfach über soziale Netzwerke aus, nicht mehr live im persönlichen Gespräch. Das hat eine Auswirkung auf das Nutzerverhalten. Menschen sind häufig online und das kann natürlich auch im schlimmsten Fall zu Suchtverhalten führen. Und auch hier fehlt natürlich nicht der Zugang zur Wirtschaft. Es hat sich ein sehr starker, großer, bedeutsamer Onlinehandel entwickelt. Und zudem fallen einem die Stichworte ein wie Werbung, Versandhandel und die Zurfügungstellung von Informationen zu den einzelnen Produkten oder auch vielleicht zum Verkaufsvorgang. Nun sind wir bei möglichen Trends der Zukunft angelangt. Es gibt ja natürlich nur Vermutungen. Aber momentan deutet einiges darauf hin, dass der PC an Bedeutung abnimmt, weil auch die Verkaufszahlen rückgängig sind. Die Menschen wollen mehr auf mobile Geräte zugreifen. Der PC ist eher weniger mobil verwendbar und deswegen greift man eher dann zu Notebooks, Tablets und Smartphones, weil die ortsunabhängig sind. Ein wesentlicher Punkt ist sicherlich hier die Vernetzung mit dem Internet. Wachstum des mobilen Internets, das ist der Zugriff auf das Internet auch außerhalb des eigenen Hauses. Damit wird man unabhängig von Raum und Zeit. Und das setzt dann wiederum voraus, dass man auch natürlich Daten zum Beispiel speichern kann. Und damit fällt dann das Stichwort Cloud Computing. Es geht hier um ein sogenanntes Rechnen in der Wolke. Das heißt, man greift auf das Internet zu
um dann unabhängig von Raum und Zeit bestimmte Dinge da machen zu können. Hier auf der linken Abbildung sieht man es, dass man dann zum Beispiel Dinge, Fotos machen kann, die werden dann in dieser sogenannten Cloud gespeichert und man kann sie dann von einer anderen Stelle aus dann, auch wenn das eigene Gerät kaputt gehen sollte, kann man dann darauf zugreifen. Was sind Voraussetzungen für dieses Cloud Computing? Das ist einmal, die Hardware muss vorhanden sein, also zum Beispiel Server, Geräte, Computer, die das eben ermöglichen, Netzwerke, auch große Speichermöglichkeiten, Software, Betriebssysteme, Apps, Programme, die das dann ermöglichen, dass so etwas durchgeführt werden kann. Was entstehen dann für Angebote daraus? Sogenanntes File-Hosting, also Daten können gespeichert werden, jederzeit wieder abgerufen werden. Programme werden in der Cloud dann ausgeführt, man muss sie nicht auf dem eigenen Gerät installieren. Rechtliche Fragen in diesem Zusammenhang sind sicherlich die Datensicherheit, Datenschutz und Urheberrecht. Das heißt, wie können die eigenen Daten dann geschützt werden? Wie sicher sind sie, wenn sie in der Cloud sind? Können andere Menschen auch darauf zugreifen? Was darf man in der Cloud speichern? Fragen des Urheberrechts. Dann trennt sie natürlich weiterhin im Bereich der Kommunikation zwischen den Menschen zu sehen. Man spricht hier von den sogenannten sozialen Medien, die eben mit Hilfe des Computers, mit Hilfe des Internets, der Netzwerke dann die Kommunikation zwischen den Menschen und den Zugriff auf Informationen dann auch erleichtern sollen. Zunehmende Verbreitung wird hier angenommen, eine Vereinfachung der Kommunikation. Und immer mehr Medien, die wir bis jetzt schon gewohnt waren, sind eben jetzt mittlerweile schon Teil des Internets geworden. Das Telefon über das Internet, Radio, Webradio, Internetradio, Fernsehen, immer mehr Fernsehangebote sind online. Man kann sie dann abrufen, auch wenn sie nicht gerade jetzt momentan im Fernsehen laufen. Vom Nutzerverhalten kann man unterscheiden zwischen Menschen, die eben nur rein Inhalte konsumieren, also nicht aktiv dazu beitragen, dass etwas entsteht, die also zum Beispiel bestimmte Dinge lesen, Webseiten lesen oder Videos sich anschauen. Und auf der anderen Seite Menschen selber etwas dazu beitragen, eigene Inhalte erstellen, das Web 2.0 Social Media. Beispiele wären hier Wikis, die erstellt werden, Blogs, Podcasts und wiederum diese sozialen Netzwerke. Voraussetzung für diese Weiterentwicklung ist sicherlich auch eine Entwicklung der Hardware. Da gibt es ein sogenanntes Moore'sches Gesetz, man spricht eher von einer Gesetzmäßigkeit. Das ist eine Vorhersage aus dem Jahr 1965 von Gordon E. Moore. Und der hat eben damals gemeint, dass es einen großen Fortschritt gibt, einen zunehmenden Fortschritt, zum Beispiel im Bereich der integrierten Schaltkreise. Und er meinte dann, dass etwas ungefähr alle 18 Monate es zu einer Verdoppelung der Transistoren in einem bestimmten Bereich kommt. Das heißt, auf einen Chip passen alle 18 Monate immer doppelt so viele Transistoren drauf. Oder auch, hat er gemeint, dass sich alle 3 Jahre die Speichermöglichkeiten vervierfachen. Und dass die Geschwindigkeit sich verzehnfacht alle 3 Jahre. Also ein enormer Fortschritt hat er angenommen. Und bis jetzt weitestgehend hat es weitestgehend gepasst. Ja. Dazu passt natürlich auch eine Verringerung der Kosten. Eine zunehmende Dichte der Transistoren. Diese Transistoren, die eben auf diesen Chip passen, führen aber dann dazu, dass es zu mehr Hitze kommt, weil eben dann immer mehr Energie dann abgegeben wird. Hier zum Schluss verweise ich noch, was diese Prognosen betrifft, auf diese Abbildung hier. Und diese Abbildung hier zu diesem Moore'schen Law, also diesem Moore'schen Gesetz, soll eben dann darstellen, dass die Anzahl der Berechnungen, und die sehen es hier von Jahr 1900 bis zum Jahr 2000, diese Abbildung, dass die sich stark gesteigert haben, diese Anzahl der Berechnungen pro Sekunde. Und der Aufwand dafür, dass diese Berechnungen durchgeführt wurden, sollte eben dann immer jeweils $1000 ausmachen. Das heißt, für $1000 hat man in jedem Jahr immer mehr, eine immer größere Anzahl an Berechnungen bekommen. Vielen Dank dann für deine Aufmerksamkeit. Im Abschluss noch bringe ich einen Verweis auf die Medien, die ich jetzt hier im Laufe meines Videos verwendet habe. Danke für deine Aufmerksamkeit.